Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, am Anfang unserer heutigen Folge gibt es sehr gute Vermittlungsnachrichten. Das am vergangenen Freitag vorgestellte Kaninchen ist in ein perfektes Kaninchenzuhause abgeholt worden. Hoppel lebt jetzt in einem schönen Gehege mit mehreren Artgenossen und kann sein Kaninchenleben voll genießen. Auch der rot getigerte Kater, vorgestellt vor 2 Wochen, kann wieder in Freiheit durch sein neues Revier stromern. Das wird ihm sehr gefallen. Heute soll ein Morle von seinen Besitzern erkannt werden. Das junge Katzenmädchen wurde am 5. April in Gotha im Berggartenweg gefunden und von der Tierrettung der Berufsfeuerwehr Gotha in die Archinoa gebracht. Das Kätzchen wird auf ungefähr 1 Jahr geschätzt und ist aktuell rollig. Wahrscheinlich ist es auf Partnersuche gewesen und hat sich dabei etwas verlaufen. Zu ihrem Schutz haben Anwohner die Tierrettung informiert. Es ist ein sehr schönes, gepflegtes Katzenmädchen. Tierheimleiterin Katrin Mattes vermutet, dass Morle ein Zuhause hat. Irgendwann kann ein Vorfahre der Mieze eine Langhaarkatze gewesen sein, denn sie hat einen sehr buschigen Schwanz. Dieser Hinweis kann zum Erkennen des Kätzchens dienlich sein. Sollte sich für schöne Morle kein Besitzer melden, wäre es natürlich schön, wenn es schnell neue Katzenfreunde finden würde, die es aus der Gefangenschaft befreien. Die Katze ist sehr anhänglich und verschmust. Sie würde sich bestimmt schnell an ein neues Zuhause gewöhnen.